Große Parallelen zwischen dem, was wir heute erleben und was währungsgeschichtlich in den 20er, 30er Jahren passiert ist. 1929 gab es den Schwarzen Freitag, Börsencrash. Das ist vergleichbar mit dem Platzen der Immobilienblase als Ereignis. Zwei Jahre später ist die damalige Weltwährung, das britische Pfund, zusammengebrochen. Einfach weil die Erschütterungen im Markt dazu geführt haben, dass sich so eine Abwärtsspirale in Gang gesetzt hat, und das hat dann zum Zusammenbruch des Pfundes geführt. Einen ähnlichen Effekt, denke ich, können wir gerade jetzt beobachten. Wir haben die Immobilienblase gehabt und erleben gerade, wie der Dollar als Weltleitwährung zusammenbricht. Und das ist eine durchaus gefährliche Situation. Des Zusammenbrechens des britischen Pfundes hat sicherlich dazu beigetragen, dass der Zweite Weltkrieg gekommen ist. Also ich möchte jetzt hier keine Angst schüren, aber man muss sich darüber klar sein, was das heißt, wenn das Zahlungsmittel, mit dem der Welthandel funktioniert, nicht mehr richtig vorhanden ist, dann wird es schwierig, in der Welt noch zu handeln. Das Gute ist, dass man die Geschichte ja kennt und dass man weiß, was 1931 passiert ist. Deswegen gibt es also Bestrebungen von der UNO und vom Internationalen Währungsfonds und auch von den Chinesen und so, dass man schon alternative Lösungen hat, was kommen sollte, wenn jetzt der Dollar tatsächlich ausgedient hat. Und der Dollar hat definitiv ausgedient. Da gibt es vielleicht noch eine... Danke für den Zwischenruf, weil mich das daran erinnert, dass ich das unbedingt noch erwähnen sollte. Es gibt einen geldtheoretischen Grund, der quasi mechanisch festschreibt, unwiderruflich, da gibt es auch gar kein Gegengift dagegen, dass der Dollar zusammenbrechen wird. Und dieser Mechanismus war auch der zugrunde liegende Mechanismus des Zusammenbruchs des britischen Pfundes. Dieser Mechanismus heißt Triffin-Dilemma, ist 1959 von Robert Triffin, belgisch-amerikanischer Ökonom, zum ersten Mal beschrieben worden und ist ganz, ganz einfach, aber seltsamerweise auch unter Ökonomen gar nicht so bekannt. Robert Triffin hat gesagt, wenn ich die Währung einer Nation verwende als Handelswährung in der Welt, dann führt das notwendigerweise zum Zusammenbruch dieser Währung aus einem ganz simplen Grund. Diese Währung, früher das britische Pfund, heute der Dollar, muss außerhalb des Reservewährungslandes zirkulieren. Also der Dollar muss außerhalb der USA vorhanden sein. Das ist eine ganz banale, simple Forderung. Wenn die Deutschen in Saudi-Arabien Öl kaufen wollen, müssen die Deutschen auch Dollar haben. Aber hier entsteht das Problem. Es gibt nur Dollars außerhalb der USA, wenn die USA in der Welt mehr einkaufen, als die Welt in den USA einkaufen. Jeder einzelne Dollar, der außerhalb der USA ist, sind Schulden der USA an die Welt. Und das ist auch der Grund, warum die USA das verschuldetste Land der Welt sind. Weil wenn die USA nicht das verschuldetste Land der Welt wären, dann wäre der Dollar eben auch nicht die Währung, in der Handel laufen würde. Und Triffin hat nicht nur prognostiziert, dass dieser Mechanismus den Dollar stürzen wird, sondern er hatte auch anhand der statistischen Unterlagen, die man vom Zusammenbruch des britischen Pfundes kannte, konnte er belegen, dass das auch der Mechanismus war, der zum Zusammenbruch des Pfundes geführt hatte. Und mein Aufruf an euch alle wäre, dass ihr euch mit dieser Thematik auseinandersetzt. Welt macht Geld. Mein Name ist Zoppe, vorne mit Z wie also Woche, vorne mit Z ist. Aber ihr müsst es euch nicht kaufen, man kann auch unter weltmachtgeld.de das kostenlos im Internet lesen. Und ein Problem ist, es beschäftigen sich einfach viel zu wenig Leute mit, was ist Geld als Materie und wie sollte Geld sein, was wir zukünftig haben wollen. Und wenn wir uns selber nicht damit beschäftigen, dann können wir auch nicht erwarten, dass wir Politiker haben, die bei Anne Will sitzen und darüber reden. Also wir selber müssen das wissen. Danke.
Stoffel. Und auch danke, dass ihr so aufmerksam zugehört habt. Ich bin echt froh, dass er da ist, weil jemand da ist, der ganz fundiert darüber sprechen kann, weil er sich sehr intensiv damit beschäftigt hat. Und ich möchte den Aufruf einfach wiederholen, sich wirklich auch im Netz und wo